Nach diesem Video wirst du wissen, warum Produktivsein nichts mit deinen Schulnoten in der Oberstufe zu tun hat. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und heute mit einem ganz besonderen Thema, und zwar, warum es nahezu vollkommen egal ist, wie produktiv du bist und was stattdessen zählt, um in der Oberstufe richtig gute Noten zu bekommen. Denn das ist eine Sache, die ich einfach... Jetzt klingelt es bei mir. Ich gucke kurz. Nein, ganz ehrlich. Ich scheiß für euch auf die Post. Wir machen jetzt einfach das Video. Denn das ist ein ganz, 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 ganz großer Fehler, den ich immer wieder bei einigen von euch sehe. Und zwar, dass man sagt, hä, aber ich sitze doch den ganzen Tag am Schreibtisch. Wie kann es sein, dass ich keine guten Noten habe? Ganz einfach. Du fokussierst dich darauf, produktiv zu sein. Und ich weiß, dass Produktivität aktuell in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, Erfolgsszene, bessere Noten, Schreibenszene, was auch immer, immer präsenter wird und nahezu jeder diesen Ausdruck bereits gehört hat und sich deswegen jeder auch so stark darauf versteift. Aber ganz ehrlich, Produktivität hat nichts damit zu tun, welche Noten du schlussendlich erzielst. Denn wenn wir uns den Begriff mal im Detail anschauen, was bedeutet das denn? Es kommt ja von produzieren, dass du möglichst viel produzierst. Das heißt, wenn du dich selbst fast als so eine, ja, keine Ahnung, Firma oder so, die muss doch hingehen. So, jetzt haben wir aber das Paket. Ich kann weitermachen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo wir waren. Genau, bei der Firma. Ja, wenn du dich quasi selbst wie so eine Herstellungsfirma siehst, ja. Und das, was du sozusagen jeden Tag schaffst an Aufgaben, wie viele Sachen du durchrechnest, wie viele To-Dos du abhaken kannst, das ist ja im Prinzip, wie viel du produzierst. Das heißt, wie viele Aufgaben schaffst du zu machen? Wie produktiv bist du eben? Aber jetzt geht es ja eben nicht darum, dass du möglichst viele Aufgaben machst. Noch nie ist ein Lehrer zu dir hingekommen und hat gesagt, oh, du hast jetzt heute 13 Aufgaben geschafft, dann kriegst du jetzt eine 1. Oder du hast nur 12 Aufgaben geschafft, kriegst du jetzt eine 2 oder was auch immer. Ja? So funktioniert das ganze System ja nicht. Sondern worauf bekommst du schlussendlich deine Noten? Darauf, was du in der jeweiligen Prüfungssituation, sei es mündlich, Abfrage, Ex, etc. oder eben schriftlich in einem Test oder eben der typischen Klausur abrufst. Darauf bekommst du deine Note. Das heißt, wie viel Zeit du am Schreibtisch verbringst und auch wie viele Aufgaben, Hausaufgaben, Rechnungen, Vorbereitungen und sonst was, interessiert auch niemanden. Das bedeutet jetzt nicht, dass es heißt, dass all diese Dinge keinen Sinn machen oder dass du, wenn du nicht mehr davon machen willst, auch normalerweise bessere Noten bekommst. Aber es ist wichtig, dass ihr euren Fokus verändert. Ja, dass ihr da mal wieder ein Mindshift durchführt. Dass ihr euch eben aufhört, darauf zu fokussieren, immer zu sagen, ich will möglichst viel machen, als würde davon magisch auf einmal alles besser werden. Denn du kennst es bestimmt selbst, du machst mehr und es wird trotzdem nicht besser. Davon berichten mir immer wieder Leute. Das liegt ganz einfach daran, weil ihr den falschen Fokus habt. Hört auf, euch darauf zu fokussieren, möglichst viel zu schaffen und fokussiert euch darauf, bessere Noten zu schreiben. Jetzt denkt man erstmal, wo ist denn jetzt der Unterschied? Der Unterschied liegt ganz einfach darin. Du hörst auf zu überlegen, wie kann ich heute möglichst viele Aufgaben schaffen oder wie kann ich möglichst alles, was der Lehrer mir aufgegeben hat oder ich mir selbst noch vorgenommen habe, das möglichst alles abarbeiten, und du shiftest deinen ganzen Fokus hinzu, was muss ich tun, um im nächsten Referat, in der nächsten Mitarbeitsstunde, in der nächsten Klausur, was auch immer, möglichst gute Noten zu bekommen. Und dann, sobald du das wirklich ganz spezifisch machst, du schmeißt alles raus, du sagst dir, selbst wenn ich nichts lernen muss und ich dadurch die beste Note bekomme, dann würde ich das machen. Also diesen radikalen Fokus auf die Frage, wie kann ich die bestmögliche Note erzielen, wird sich ganz viel verändern. Weil du wirst auf einmal aufhören, sinnlose Dinge zu machen. Nicht zwangsläufig komplett sinnlose Dinge, aber zum Beispiel also Hausaufgaben, Texte durchlesen oder was auch immer, die nicht so viel damit zu tun haben, was du schlussendlich für eine Note bekommst. Weil ganz, ganz oft ist es so, dass der Lehrer uns zum Beispiel aufgibt, super viele Seiten noch zu lesen im Buch. Ja? Und im Buch wird nichts anderes gemacht, als das, was im Heft kompakt schon steht, nochmal ausführlich erklärt. Dann würde ich an deiner Stelle einfach gleich nur den Hefteintrag lesen. Es ist viel, viel effizienter. Und wenn du eben den Fokus hast, okay, wie kann ich denn bestmögliche Noten schreiben und nicht mehr darauf, wie kann ich möglichst viel Zeit heute am Schreibtisch verbringen oder möglichst viele Aufgaben erledigen, dann wirst du nämlich zum ersten Mal gucken, machen die Aufgaben, die da auf meiner Liste stehen, die in meiner To-Do-Listen-App stehen, die in meinem Hausaufgabenheft stehen, machen die wirklich Sinn, dass ich die erledige? Und macht es Sinn, dass wenn ich sie erledigt habe, dass die mir dann bessere Noten bringen? Und sobald du diesen Mindshift durchführst, ich sage euch, wird sich alles verändern, weil du wirst auch zum Beispiel auch in der Mitarbeit, du wirst dich auf einmal jede Stunde gleich sehen. Dir ist ganz klar bewusst, okay,
In der Stunde erzählt der Lehrer eh nur, da kann ich mich gar nicht so richtig viel beteiligen und du wirst automatisch deine Energie vielleicht in der Stunde wesentlich mehr sparen und dann in der nächsten Stunde da richtig da sein. Weil was bringt es dir auch, wenn du in der Mitarbeit in Anführungsstrichen produktiv bist und von dich die ganze Zeit meldest, aber der Lehrer dich nie aufruft. Ja? Deswegen seid fokussiert darauf, was kann ich konkret spezifisch tun, um bessere Noten zu bekommen, anstatt immer nur zu versuchen, möglichst viel zu machen. Das nenne ich dann auch Resultatität. Also von Produktivität, das auf eurem Kopf rausstreichen und auf Resultatität fokussieren. Darauf fokussieren, welche Resultate möchte ich. Denn am Ende von eurer Oberstufenzeit werdet ihr nicht sagen, oh, ich habe 148 Stunden gelernt oder 1322 Stunden am Schreibtisch verbracht, sondern du wirst sagen, ich habe den Notenschnitt, den Notenschnitt oder den Notenschnitt. Und darauf kommt es am Ende an, also fokussiert euch auch darauf. Wenn euch das Ganze geholfen hat und gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, das sage ich nämlich viel zu selten. Und in diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.